Ja, Leute, das war's dann mit der heutigen Folge. Das verschieben wir. Die Anmoderation verschieben wir in die dritte Folge. Ja, eben, die nehmen wir ja später auf. Dann können wir schon sagen, was passiert ist. Ja. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Football Manager 2019 zusammen mit den Special Gästen Jan und Micha. Hallo. Moin. Das hier ist die zweite Folge von der neuen Saison, zweiter Spieltag auch in der Bundesliga. Das DFB-Pokalspiel, das erste, haben wir auf jeden Fall jeder gut überstanden. Das Bundesligaspiel, einer hat gewonnen, einer unentschieden, einer verloren. Auf jeden Fall sehr gut, ihr könnt euch ausmalen, wer verloren hat. schauen wir mal. Ne? Heute gibt es zwei Bundesligaspiele bei jedem, beim Jan eventuell noch Europa League, man weiß ja nicht. Also Euroleague-Auslosung gibt es bei mir Auslosung in dieser Folge. Gibt's, ja. Und das Spiel gibt es in der nächsten Folge, das heißt bei mir sicher in der nächsten Folge. Sicher in der nächsten? Ja, okay. Ja. Drei Spiele in der nächsten Folge bei mir. Alles klar, das ist auf jeden Fall sehr, drei sehr gut. Drei Euroleague-Spiele. Wann habt ihr euer Spiel eigentlich? S-Wein will bei mir gehen und ich will, also ich würde ihn auch gerne verkaufen, dagegen habe ich nichts. Also keiner will ihn kaufen, also falls ihr S-Wein haben wollt, ich biete ihn der? Günstig an. 29 ist der. Zu alt. Kann so 100 Euro? Linkes und rechtes Mittelfeld spielen. Nee, eine Million würde ich sagen. Ein Fuffi? Eine Million. Eine Million? Ja, vielleicht auch 800.000. Ich hab null. Ich hab gar nichts. Hä, was? Linkes und rechtes Mittelfeld? Seit wann ist der denn linkes Mittelfeld? Ja, es sei denn, ist nichts für dich. Das ist das ist nicht dein Niveau, Alter. Guck mal, ich hätte dir drei geboten. Zukunft von Philipp Menzetes bei Mainz nach Zwist mit Michael Mieke unsicher. Druck auf Michael Mieke wegen Nikata. Leute, Fitness-Test, gleich geht's hier rund zum Spiel gegen Darmstadt. Ja, was ich vergessen habe zu sagen, Leute, rechts und beim I könnt ihr natürlich bei den anderen Kanälen vorbeischauen. Also unbedingt bei Micha und bei Jan vorbeischauen, beziehungsweise aus jeder Sicht, wo es halt guckt. Ne? Wisst ihr Bescheid. So, wir gehen in die Teamauswahl. Ja, ganz genau. Mike spielt parallel mit das mir. Das wird krass. Soll ich wieder Bambi spielen lassen? Jetzt mach endlich, Mann. Jetzt warte doch. Ich muss ein bisschen hier überlegen. Das ist hier die Aufstellung. Dann schauen wir mal. Unser Spiel fängt nicht an. Nee, du musst auf weiter drücken und Jan auch. Weil Anstoß auch hier in die ganzen Mainz Spiele 05. Quasi unentschieden gespielt habe. Ich bin gespannt. Ich habe nämlich nichts verändert seit der letzten Folge. Ich habe auch keine Ahnung, was ich verändern soll, weil ich auch nicht trainiert habe oder so. Ich habe einfach jetzt riesige Chance. Auf gut Glück wieder das hätte schon das 1 zu 0 Football Manager sein gestartet können. Und der wechseln wollte, holt sich erstmal eine gelbe Karte ab. Ich bin immer noch genauso cool wie sonst auch. Und Ucha! Eieieiei, keine schlechte Chance. Jawohl, Bambi oder Barmin. Jetzt da ist er! Oh! Und Flecken. Es gibt Barmin und nicht Bambi. Ja, Bambi. Ich werde den jetzt immer so nennen, auch wenn die Leute mich dafür schlagen werden. Oh, Mann. Bambi. Das ist ein geiler Name. Ja. Mann, ey, wir hätten schon 2-0 führen können, weil wir hatten zwei Mega-Chancen. Und wir drücken immer noch. Baku. Und jetzt kommt Berlin, das muss endlich das Marsch, der neue Mann! Offensichtlich meine ich hier gerade die bessere Mannschaft bei mir. Ja, auf jeden Fall, 10 Alter. 10 zu 1 Schüsse. Komm schon! Und wieder nicht drin. Alter, ich habe innerhalb von 6 Minuten jetzt 4 Großchancen gehabt, meiner Meinung nach. Und Abbas holt sich den Ball schon wieder. Marsch, Öztunali, komm. Brosinski, komm, flanke in die Mitte, genau auf Ucha. Oh, was ist das denn? Jetzt Brosinski nochmal abgefälscht. Oh, da geht's richtig ab. Oh Gott. Bei mir ist es Halbzeit 12 zu 1 Schüsse. Bei mir ist einfach 9. Minute. Was? Ja, weil ich jede Minute gerade aufs Tor schieße. Ohne Spaß, es geht gerade so ab. Und es passiert einfach nichts. Also kein Tor, ey, gibt's doch nicht. Oh. So, jetzt geht die Zeit auch mal ein bisschen schneller rum hier. Aber das 1-0 wäre schon hoch verdient. Und es sollte auch fallen, weil die drei Punkte haben wir nötig. Öztunali wieder.
knapp am Tor vorbei. Dieses Commentary kann ich nicht so lange durchziehen, das macht mich fertig. Ei, wieder. Das gibt's doch nicht. Ja, wieder ein Ball abgefangen. Jetzt. Nein. Oh, das war jetzt schon sehr. Komm, die sind nur noch zu zehnt. Oh, die nächste Chance. Hey, kein Micha, Tor. Wir fangen. Das gibt es doch genauso nicht. Wie du es jetzt gesehen hast, fangen wir so viele Bälle ab, aber machen da nichts draus. Vielleicht ja, jetzt. Oh, aber wieder nicht, aber. Ey. Und so ging das in der ersten Halbzeit. Und das jede Minute gefühlt. Christoph Kramer aus der Distanz. Oh, Freiburg. Scheiße. Das ist unverdient hoch 20. Okay, gleichzeitig hier die Tore gefallen mit dem 19. Und da kann ich nicht sagen, woran es liegt. Wenn wir den Ball einfach nicht über die Linie bringen. Ist ja hier Freiburg so mit drei gelben Karten. Das spielen ja auch noch unfair. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist einfach ärgerlich. Mainz hat jetzt auch drei gelbe Karten, ja, ja. Voll unfair. Wir lassen uns nicht, da lasse ich mich nicht lumpen. Komm jetzt. Das Tor ist so überfällig. Bambi. Marco March, der auch noch nicht viel gezeigt hat hier bei Mainz 05. Mann. Der Franz. Der Franz. Der Franz. Ein langer Ball. Ganz viele Wechsel bei mir. 2-0. Die letzten Minuten laufen. Der hat schon eine gelbe Karte, der hat eigentlich schon runtergemüsst. Oh, was war das? Mainzer gelb-rot. Runter mit ihm, er ist runter. Ja, verdient! Auf Wiedersehen! Das ist so ungerecht. Wenigstens den Ehrentreffer. Oh, ey, Junge! Hey. Ich werde im Strafraum rumgeschubst, was ist das denn? Und jetzt rattert die Zeit komplett durch. Nochmal ein Eckball. 95. Minute, nochmal ein Eckball, aber da kann eh nichts mehr passieren. Leider. 2-0, nächste Niederlage. 21 zu 6 Schüsse. Und Mainz verliert. So Leute, ich habe hier einen Spieler verkauft. Leverkusen hat offensichtlich Geld. Der hat eigentlich einen Wert gehabt von 6 Millionen. Die haben mir 9 geboten. Dann habe ich gesagt 16. Die haben es angenommen mit einem Bonus von 2,5 Millionen nach 30 Spielen. Dann fehlt mir natürlich ein Innenverteidiger. Und deswegen habe ich mir direkt einen geholt. Von Ajax Amsterdam. Ein bisschen jünger, aber der ist, denke ich, ganz gut. Haben wir 7 Millionen gezahlt, haben wir so ein kleines Plus gemacht. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Der wird auch unserer Mannschaft auf jeden Fall gut weiterhelfen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich dachte, wir spielen jetzt alle zu dritt und können so richtig 9 Punkte gleichzeitig holen. Das wäre krass, aber 6 Punkte sind auch cool. Leute, wir spielen gegen einen. Oh du. Hä? Richtig optimistisch hier. Warum habt ihr mich jetzt ausgelacht? Das habe ich jetzt gar nicht gerafft, aber okay. Egal, auf jeden Fall hier, ne, neuer Spieler, den lasse ich direkt spielen. Wir spielen gegen Hoffenheim. So wie wir gerade drauf sind, wird das nichts. Wobei ich sagen muss, dass ich gegen Hoffenheim halt immer relativ gut gespielt habe. Und ich habe gegen die schon gewonnen in dieser Saison. Wir haben alle gegen die gewonnen. Achso, diese Saison. Ja, diese Saison. Du hast ja noch nicht gespielt. Aber wie gesagt, eigentlich hoffe ich schon, weil die sind auch scheiße. Die haben auch beide Spiele verloren. Du hoffst gegen Hoffenheim. aber die... das Problem ist nur, dass meine Mannschaft scheiße drauf ist. Also keine Ahnung. Wir starten einfach rein. Hoffentlich treffen die dieses Mal das Tor und dann passt die Sache. Oh, die haben Ødegaard. Was? Wow. Ich bin begeistert. Wer ist denn das? Was? Oh, Adler. Und oh Gott. Ødegaard sollte einst mal der neue Messi werden. Einst. Ja, wo Messi noch irgendwie so 27 war. Ja. Das ist natürlich optimistisch. Junge! Gib ihm jawoll! Jawoll! Auf Wiedersehen! Jetzt direkt reinmachen, ja, dann ist die Sache gegessen. Oh, schade. Ja, wahrscheinlich. Er direkt, ja, freilich. Vor allem Mastelle. Stuttgart und Augsburg schon 1-1. Ja, Mateta ist auch gut. Aber Ucha heult halt rum, dass er gehen will und dann musste ich den jetzt mal ein bisschen spielen lassen. Und ich dachte halt, dass wir trotzdem gewinnen. Aber irgendwie passen wir den Gegnern einfach den Ball vor die Füße. Alter! Ja, ja. Was ist denn los in dieser Saison?
guck dir dieses Scheiß-Tor an. Der köpft ihn weg und der grätscht ihn quasi vor den Gegner und der haut ihn einfach nur noch rein. Ach, ich glaube, du drehst das Spiel noch. Jetzt Sonali. Oh, komm. So rum. Ja, voll. Erstes Saisontor gefühlt. Nein, nicht ganz, aber jawohl. Oh, die Hoffnung lebt. Vor allem, weil wir ein weniger haben. Wir waren nicht viel besser in diesem Spiel. Zwar mehr Schüsse jetzt zum Ende hin, aber nicht mehr aufs Tor. Ganz okay, dass wir jetzt ausgeglichen haben. Wir haben halt die mega Chance, weil wir einer mehr sind, das Spiel hier zu gewinnen. Und das wäre einfach mega wichtig auch. Also von daher, bitte. Bitte FM-Gott. 12 Minuten noch und wir haben es bisher noch nicht hinbekommen, die Überzahl auszunutzen. Doch. Ausgleichstor ist ja schon mal getroffen. Ja, ich bin begeistert. Ey, ohne Spaß, können wir mal ein Tor machen? Also ich dachte jetzt wirklich, nach der roten Karte, dachte ich wirklich, Das haben wir, auch wenn es nur mit einem Tor Abstand ist. Jetzt Gebambi. Sehr schön den Ball geholt. Also wenn du ihn noch als Jamen nennen würdest. Jamen. Nein, Alter, ne. Faulin, ja, sehr gut. Faulin. Busmann, jetzt komm. Reiß ihm die Beine weg. Hack. Gebambi. Junge, wohin? Hödegaard, Messi. Hödegaard, Messi. Nein. Elf Meter, nein. Das ist nicht... Video. Scheiße. Alter, das war doch eine Schwalbe ohne Müll. Was geht hier ab? Jawohl. Oh, ja, Mann, 2-1. Sau stark, Alter. Da kommt mir doch echt alles hoch. Das war doch schon wieder hier... Ach, komm. Dazu sage ich mal jetzt nichts. Mann, ich sehe wieder nichts hier, das ist ja unfair. Ja, das ist das Zeichen dafür, dass es keine gute Chance werden kann. Das ist einfach traurig. Aber wir sind einfach seit 80 Minuten in Überzahl und verlieren einfach gegen Hoffenheim. Oh Mann. Das ist also das ist kein schlechtes Team. Ach, halt dein Maul. Und du hast doch nicht verloren. Dein Maul. Du brauchst es jetzt nicht gut reden. Du hast wieder mehr Schüsse. Ach komm, ey. Das war's mit der Folge von meiner Seite. Die Abmod gibt's jetzt gleich. Punkte. Die Abmod gibt's jetzt gleich. Jawoll! Geil, Alter! Richtig nice! Nochmal ein hinterher geschenkt. Der neue Messi. Ich rast aus, ey. Ohne Müll. LOL! Aber wir sind beide ziemlich gut im Unentschieden spielen. So, Leute, das war's von der heutigen Folge. Hey, na, ey, warum? Ich bin noch voll im Spielfenster drin, weil das hier nicht rausgeht. Ich hab meine Aufnahme noch gerne wieder an. Ich warte auf euch beide. Oh Mann. Könnt ihr mal vorfahren, geht's oder so? So, Leute, das war's dann von dieser heutigen Folge vom Football Manager. Auch wenn's für den einen oder anderen nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Aber... kein Problem, es gibt noch genug Spiele. Wir sind erst in der Anfangsphase. Wie gesagt, schaut bei den anderen vorbei, guckt die anderen Spiele euch an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es dann heißt Micha gegen Jan oder auch Europa League. Bis dahin, haut rein. Micha. Ciao, ciao. Ja, ciao. Bye-bye. Micha gegen Jan. Habe ich Micha gegen Jan gesagt? Ja, ja, Mike gegen Labertacke. Jan. Ciao. Ja, ja, ja.